Zurück, Leute, zu einem weiteren Part von Let's Play Resident Evil 4. In dem letzten Part hatten wir keine Ahnung. Und in diesem Part machen wir noch viel mehr davon. Also wir hatten diesen Friedhof hier betreten, wir wollten in diese Kirche rein und wir brauchen einen Schlüssel und den werden wir in diesem Part mal nehmen. Hoffentlich. So, ich habe jetzt auf Screen etwas hier aufgeräumt, ne? Also ich habe jetzt hier etwas Platz gemacht und so, ne? Und wir werden jetzt etwas mit der TMP spielen, denn wir haben noch sehr viele Munition und... Ey, komm. Wenn wir schon viele Muni haben, sollen wir sie auch verschwenden, ne? Er ist da! Ey, komm zurück, komm wieder zurück! Alter, wo gehst du denn hin? Bleib! Ey, seht ihr auch das, was ich sehe? Ich sah noch etwas. Da ist noch eine. Und da ist noch eine. Ich habe 14 Stück. Krass, mir fehlt nur noch eine. Also die brauche ich eigentlich jetzt nicht. Wir haben schon alles. Wir brauchen nur 10 Stück, wie schon des Öfteren gesagt. Von daher. Okay. Ja. Also ich kann mir denken, dass ihr das jetzt gerne sehen möchtet, aber ihr werdet mich damit nicht bekommen. Hier gibt es eine Schlange. Die greift euch an, wenn ihr zu dumm seid. Sofort abschießen. Ich habe mich das erste Mal so erschreckt, als das geschehen ist. Das ist so eine Überraschung, ey. Das ist so schlimm. Ich weiß nicht, ich hatte mich so erschreckt, Mann. Sie wird des Öfteren im Spiel vorkommen, also ja, lass euch da überraschen. Schließen der Kirche. Was die beiden Flüchtlinge anbelangt, ist die Ergreifung von Louis wichtiger als die des Amerikaners. Was Louis uns gestohlen hat, ist wichtiger als das Mädchen. Wenn wir es nicht wiederfinden, ist das Mädchen für uns wertlos. Wir brauchen das Ding für unsere Pläne. Wenn es in die falschen Hände gerät, hätte das für die Welt anders als die von Lords erwünschten Folgen. Das darf nicht geschehen. Trotzdem lassen wir das Mädchen nicht frei. Damit der Ami sie nicht findet, habe ich die Tür der Kirche, wo sie gefangen ist, verschlossen. Jeder, der in die Kirche gehen möchte, braucht Lord Zadlers Erlaubnis. Beim See ist der Schlüssel, aber der ist sicher. Seit Del Lago von unserem Lord geweckt wurde, niemand kehrt lebend vom See zurück. Außerdem fließt unser Blut durch die Adern des Amerikaners. Früher oder später wird er einer von uns. Und dann sucht niemand mehr nach dem Mädchen. Okay, das macht irgendwie Sinn, ne? Ja, wir haben ja in einem der Part gesehen, also das, ich glaube im dritten Part, ne, dass wir von diesem Virus infiziert wurden. Und früher oder später wird Leon dann auch zu einem Zombie. Ob das geschehen wird, werdet ihr natürlich auch noch sehen, was da geschehen wird, ja. Lasst euch da mal überraschen, ne. So, zack. Auf jeden Fall müssen wir zu diesem See entlang und da bewacht irgendein großes Tier, den Schlüssel der Kirche. Also das Dings, Insigne Dings, whatever, ihr wisst schon, was ich meine. So, hier gibt's nix. So, hier, seht ihr gerade diese unendliche Raben? Anstatt auf sie zu zielen und sie abzuschießen, werft ihr einfach mal eine Blendgranate in der Mitte. So. Ich glaube, das reicht. Und dann habt ihr einen Multikill. Einfach mal abstauben. Es ist jetzt nicht viel, immer 300 und so, aber es ist schon nicht schlecht, ne? Also, es sammelt sich an, ne? Also des Öfteren 200, 300 und das ergibt schon eine geile Summe. So, wechseln wir wieder zu TMP. TMP, hey, 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 TMP, hey, hey. So, hier finden wir wieder Muni und Spinal. Ich glaube, hier gibt es auch noch irgendetwas, ne? Kann sein. Oh yeah, bitch, hier ist was. Wieder ein Spinal. Also Geld werden wir auf jeden Fall noch bekommen, also sehr viel Geld, wenn wir alles hier verkaufen wieder und so. Ne. Aber wie gesagt, man braucht hier sehr oft Geld, denn es kommen immer wieder neue Waffen, die man so geil tunen kann, Leute. Es ist so übertrieben. Dieses Spiel ist einzigartig übertrieben des Geilsten, also. Wie gesagt, ich habe es so oft durchgespielt, ohne Scherz, wirklich sehr, sehr oft. Und es macht immer wieder Spaß, das ist verrückt. Und das sieht man nicht bei jedem Spiel. Bei diesem kann man es so oft durchspielen und man hat immer noch Freude daran, es ist so schlimm. Bums, einfach mal tot geschlagen wurde, aber das konnte man, glaube ich, in der PC-Version nicht. Also ich hatte die auch mal durchgespielt und irgendwie konnte man das da nicht abschießen. Ja, so eine Kleinigkeit habe ich mir gemerkt, bin ich cool. So, hier gibt es wieder diese Fische, ich glaube, aber man kann sie töten, aber man kann es nicht nehmen. Sinn, wo bist du? Sinn, wo bist du? So, hier gibt es auch wieder so einen Krug. Fragen. Questions above questions. Hier gibt es auch noch so ein Dings. Natürlich ist der Händler auch hier, sonst wäre die Musik hier nicht da. Und diese Flammen, also wenn diese blauen Flammen da sind, heißt das immer, dass der Händler ganz in der Nähe ist. Versteht ihr? So, hier kurz speichern. Wie lange spiele ich jetzt schon wieder?
Fast 2 Stunden. Krasse Kacke. So. Got some rest. Gut gemacht, Fremder. Wie ich sehe, hast du genügend Medaillen getroffen. Ja, schon, ne? Jetzt hol dir die versprochene Pistole auf dem Kaufbildschirm nach. Mach dir um Geld keine Sorgen. Das geht aufs Haus. Okay, zuerst mal Sachen verkaufen. Dann gucken wir, wie es weitergeht. Ich habe das grüne Katzenstein. Das kann ich ja auch im Bierstein einfügen. Werde ich auch jetzt mal machen. Also, das hier kann man auch sehr teuer verkaufen. Also die 3 Kräuter zusammen, ne? Für 10.000 ist schon eine geile Sache. Später, wenn man zu viel hat, kann man sie ruhig verkaufen. Aber jetzt, glaube ich, sollte man sie schon behalten, denn man braucht sie. Man braucht sie. So. Ja, das hier ist die Waffe, die uns geschenkt wird, ja. Die sollte man... Also, ich nehme sie mal und ich verkaufe sie wieder, da man die eigentlich nicht braucht. Diese Waffe, die wir haben, ist besser als die, die er uns hier andrehen möchte, sag ich mal so. Ja, wie kriege ich die am besten rein? That's what she said. Okay, warte, so. Okay, so geht's. Zack. Ey, diese Eier, ich muss die irgendwie loswerden, ne? Aber die sind gut, um Leben zu heilen, halt. Oh, dieser Mini-Platz ist ja gar nicht bombastisch geil, ne? Thank you. Okay, kann man sonst noch was Sinnvolles hier kaufen? Sturmgewehr passt sowieso nicht rein, brauche ich im Moment sowieso nicht. Ja, die Punisher werde ich jetzt eigentlich sofort verkaufen, ne? Warum habe ich jetzt extra Platz gemacht, wenn ich die sowieso jetzt verkaufen werde? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. I'm not buying. Ich kaufe einfach mal die Karte. Also jetzt können wir auf der Karte sehen, wo sich einige Schätze befinden. Also, warte. Es sollte so ein... Also, warte. Da rechts sieht man. Wenn so ein Stern drauf ist, dann heißt es, dass es da einen Schatz gibt, ne? Also ihr seht schon, hier gibt es noch einiges. Habe ich einen Schatz übersehen? Nein, noch nicht, ne? Nein, ich glaube noch nicht. Auf jeden Fall werde ich weiter mal auf der Karte gucken, wo sich die befinden, um keins zu verpassen. Ich weiß zwar, wo die meisten ungefähr sind, aber es gibt trotzdem sehr viel im Spiel, das ich noch nicht weiß. Von daher, zerstören. Oh yeah, bitch. So. Was war denn das? Egal. So, hier geht es weiter. Hier geht es weiter, Leute. So. Okay, mal hier was nehmen. Muni, okay, gut anfangen. Kurz zerstören, nehmen. Geld regiert die Welt. Ah, hier wieder so ein Dings. Köpfe hoch. Köpfe hoch. Wo hoch? Ah, wieder so ein Stein. Ey, geil. Ah, ja, guter Hinweis. Aber naja, man kann nicht wirklich viel damit anfangen. Es wird sowieso auf einen zukommen. So, jetzt rütteln, rütteln. Und jetzt AB zugleich. Also gleichzeitig drücken. Also hätte das mich jetzt getroffen, Leute, dann wäre ich Mose tot. Ich glaube, hier gibt es... Warte, ich glaube, hier irgendwo sollte es einen Schatz geben. Kann es sein. So. Ah, seht ihr? Hab ich mir auch noch so teilweise gemerkt, ne? Warte, gibt es hier noch irgendwo einen Schatz? Ja, da unten. Ach ja, okay, den kann ich auch noch. Okay, sehr gut. Okay, da gibt's einen Mann. Hi, Mann, how are you doing? Hier. Wow, war das geil! Wow. Aber er ist leider nicht gestorben wegen der Explosion. Eigentlich stirbt man sofort nach der Explosion, wisst ihr? War das mal eine geile Kombo? Ah, verdammt. So, komm her. Hey, warum denn auf dem Boden klatschen, Alter? Was los? Steh auf. So, hier werden jetzt auch einige auf uns zukommen. Wie immer eigentlich, ne? Hey, eine Schlange. Stirb, Schlange. Du Drecksschlange, Mann. Was los mit dem? What the... Alter, bist du... Wahnsinns, Mann. Ja, hier kommen zugleich, ne? Synchronsterben, seht ihr? Geil, ne? Also es gibt nicht nur synchron schwimmen, es gibt auch synchron sterben. Oh yeah. Hier sollte es auch, glaube ich, eine Schlange geben, kann sein. Mich kriegst du nicht, mich kriegst du nicht mehr damit, ne?
Alter, man bekommt hier zu viele Munition in die Hand gedrückt. Das ist doch der Wahnsinn. Ey, da gibt's... ja. Nein, 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 nein! Fuck, 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 fuck. Okay, okay, jetzt bin ich etwas im Eimer. Ich hab die jetzt etwas unterschätzt, ne? So, komm her, komm her. Warum so kopflos, Mann? Lebt noch einer? Also ich hoffe es nicht. Ey, da ist noch einer. Zwei sogar, verdammt, ey, Alter, was Schluss mit denen? Warum sterben sie nicht? Ist der jetzt tot? Ich glaube schon, oder? Okay, da gibt's nichts. Ey, da kommen noch weitere, Mann, was... What the fuck? Oh yeah, das war geil. Das war mal cool, ne? So, jetzt zu drei. Kommt alle her, Mann. Komm, komm, zeig dich. Alter, Mann, wo kommen die alle her, Mann? Das gibt's doch nicht. Sterben sollt ihr. So. Warum so kopflos, Mann? Gibt er mir was? Ja, Geld. Geld regiert die Welt. So, jetzt hatten wir sie, glaube ich, aber alle getötet, ne? Und die Musik hat sich auch beruhigt. Von daher würde ich schon schätzen, dass das jetzt so vorbei ist, ne? Ich benutze mal, nein, ich benutze noch eins, da ich zu viele habe. So, kann man so weitermachen. Ja, warte, warte, ich muss kurz meinem Schrotmunition auffüllen. Sehr gut. So, jetzt können wir weitermachen mit dem hier. Okay, warte. Da gibt's ein Item. Okay, okay. Ich hab irgendwo was übersehen. Ah, und hier konnte man das hier nutzen, um die Gegner auch zu killen, ne? Hab ich aber nicht ausgenutzt. Ich stepp. Egal, man kann nicht alles haben. So, hier gibt es... Hier oben... Seht ihr noch so ein Nest, ne? Schießt ihr drauf... Und bekommt ihr ein Item. Ein Objekt, whatever. Antike Pfeife. Die kostet ganze 10.000. Also solltet ihr sie unbedingt mitnehmen. Ist das wieder... Ey, das ist mir noch nie im Spiel aufgefallen, dass es hier so viele Schlangen gibt. Seht ihr, man kann immer dazu lernen, ne? Ich sagte ja, ich weiß nicht alles. Und hier kommen wieder Gegner. Die Musik ändert sich wieder. Voll gruselig. Alter. Alter, bist du des Wahnsinns? Einfach so mit der Axt auf mich schießen, Mann. Das nenne ich kein zivilisiertes Benehmen, ne? Also das sollte es nicht geben, ne? So. Da geht's noch einen. Ach so. Ach nee. You don't say. Fuck, 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 fuck. Bams. Und jetzt synchron sterben. Komm. Ah, schön, schön. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Ihr macht das ganz gut. Ey! Warum gibt es hier so viele Schlangen? Es ist mir noch nie im Leben aufgefallen. Noch eine Schlange! Ey, das ist mir noch nie im ganzen Spielverlauf aufgefallen, Leute. Wie viele Schlangen habe ich jetzt gesehen? Habt ihr sie gezählt? Es waren 4, 5 Stück, oder? Kann sein? Auf jeden Fall waren es sehr viele. Kann ich das nicht... Oh, ich habe so viele Items. Ich probiere sie irgendwie loszuwerden, aber es werden immer mehr. Ich frag mich nicht, warum. Also wieso jetzt, ne, demnächst werden es sowieso weniger. Durch eine Sache, ne? So, jetzt muss man hier rauf.
Und dann kommt eine Sequenz. Da werde ich wieder die Klappe halten. Ja, jetzt. Ja, nicht gerade schön, ne? Also das war jetzt der zweite Polizist, der mit uns war in diesem Wagen am Anfang. Ja, der wurde auch tot aufgefunden und jetzt wurde sogar gefressen von diesem biggest Monsterfisch, whatever. Und hier oben gibt es wieder so ein Nest. Solltet ihr euch auch merken. Kostet auch wieder 10.000, also... Ja, ne? Also falls ihr genau jetzt mit mir spielt, habt ihr Glück, denn ich weiß, wo die wertvollsten Sachen sich befinden mittlerweile. Und wir haben mittlerweile keinen Platz mehr in unserem Inventar. Krasse Kacke, Mann. Ey, ich hab einfach zu viele Sachen. Also ich würde ja gerne hier was verkaufen, aber das geht nicht mal. Also hier ist kein Händler, ne? So, ich gucke mal, hier gibt es auch keinen Händler. Dang it. Und hier gibt es wieder ein grünes Kraut und ich kann das nicht mehr verwenden. Warte, ich werde einfach... zwei dieser Eier wegwerfen. Ja, die sind sowieso nutzlos. Denn Kräuter sind besser. Kräuter sind viel besser. So, zack. Und den hier rauf. Ah, verdammt. Ich werde im nächsten Part definitiv wieder hier etwas aufräumen, damit das etwas zivilisierter aussieht, ne? Ja, wegwerfen. Haben wir jetzt hier alles genommen? Hier gibt es nichts. So, hier kann man wieder speichern. Wie lange spiele ich jetzt schon wieder? 2 Stunden und? Boah, das geht recht schnell, Mann. Das ist krasse Kacke, Mann. So, hier gibt es ein Boot. Und was denkt ihr, werden wir machen, Leute? Ein paar Fische abschießen. Also man kann hier wirklich diese Fische abschießen, aber man kann sie nicht nehmen. Ja, wir werden im nächsten Part, Leute, diesen Fisch ja zum Kampf herausfordern. Ja, der vorhin diesen Mann da gefressen hat. Ob das gut gehen wird oder nicht, werdet ihr im nächsten Part erfahren, Leute. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Part, euer Bladeus.